Frieden kann nicht mit Waffen gewonnen werden. Die evangelische Kirche in Hessen und Nassau wendet sich gegen den Kampfeinsatz gegen den Islamischen Staat. Die bisherigen Militäreinsätze in Afghanistan und im Irak gegen den islamischen Terror seien gescheitert. Ist es wirklich klug, allein auf Stärke und Vergeltung zu setzen, fragt die Synode der Kirche in einer Resolution gegen die Waffengänge. Viele Millionen Menschen seien so ins Elend gestürzt, die Flüchtlingsbewegung ausgelöst worden. Wir sind eben der Auffassung, dass das Flüchtlingsthema uns noch lange begleiten wird, zumal die Regionen, aus denen die Flüchtlinge kommen, ja auch relativ instabil sind. Die evangelische Kirche in Hessen und Nassau sieht sich gefordert. Wie folgt auf die Willkommenskultur in Deutschland für Flüchtlinge nun noch eine Willkommensstruktur? Rund 21 Millionen Euro gibt die Kirche in die Hilfe für Flüchtlinge, um die Arbeit in den nächsten Jahren auf feste Füße zu stellen. Die 21 Millionen sind ja an sich ein großer Betrag im Rahmen unseres Haushalts und die sind jetzt nicht, werden jetzt nicht auf einmal ausgegeben, sondern sind auch für die längerfristige Arbeit gedacht. Die Synode gibt nicht nur Geld für die Hilfe von Flüchtlingen frei, sie wendet sich auch mit weitergehenden Forderungen an die Politik. So dürften keinesfalls Grenzen geschlossen und Flüchtlinge außen vor gelassen werden. Dass die Flüchtlinge nicht als irgendeine Masse beschrieben werden, sondern als Menschen wahrgenommen werden. Es gibt ganz viel Initiativen, Ideen in Gemeinden, die überlegen, wie können wir unsere Immobilien geben, was können wir anbieten, Sprachkurse. Und ich finde das wichtig, dass wir Orte werden, wo diese Herzlichkeit erhalten bleibt. In der Debatte vor der Synode hat sich Kirchenpräsident Volker Jung zugleich gegen Obergrenzen bei der humanitären Flüchtlingsaufnahme ausgesprochen. Die Flüchtlinge sollten schnell registriert und gut untergebracht werden. Und der Kirchenpräsident fordert die Debatte über ein Einwanderungsgesetz. Im Moment ist erstmal europäische Solidarität gefragt. Und das kann, glaube ich, nicht so aussehen, dass man sich nur darüber verständigt, welche Kontingente werden in einzelne Länder verteilt. Man kann darüber reden, wie man Belastungen aufteilt. Man kann vielleicht auch über finanzielle Ausgleichssysteme reden. Wichtig ist auch, dass an den europäischen Grenzen vernünftige Aufnahmezentren entstehen, um auch dann einen guten Schutz für die Flüchtlinge zu gewährleisten. Neben der Hilfe für Flüchtlinge hat die Synode den Haushalt der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau unter Dach und Fach gebracht. Er umfasst im kommenden Jahr rund 578 Millionen Euro. Das ist etwas mehr als im Vorjahr. Mehr als die Hälfte des Geldes fließt in die Regionen. Und dennoch hält die Kirche an ihrer Politik des Sparens fest. Die Finanzlage ist zwar stabil, aber die Zahl der Kirchenmitglieder geht zurück und mehr Pfarrer gehen in Pension. Wir haben im Moment eine sehr hohe Einnahmesituation. Und die kalkulieren wir auch für die nächsten Jahre. Wir rechnen also jetzt nicht mit gewaltigen Einbrüchen. Trotzdem, aufgrund der gestiegenen Ausgaben, und das ist insbesondere in der Altersversorgung begründet, werden wir dann auch selbst bei hohen Einnahmen weiterhin wahrscheinlich negative Jahresergebnisse haben. Und deswegen die Forderung des Finanzausschusses: überlegt jetzt schon, wie ihr darauf reagieren könnt und 10 Millionen einspart. Neben den Finanzen hatte die Synode mehrere Wahlen und damit Personalentscheidungen auf ihrer Tagesordnung. So hat sie ihren Kirchenpräsidenten Volker Jung mit einer beeindruckenden Mehrheit wiedergewählt. Und Annegret Puttkammer bleibt Pröbstin in Nordnassau. Auch sie bekam Rückenwind aus der Synode bei nicht mal einer Handvoll Gegenstimmen. Weniger einig war sich die Synode bei der Debatte über die Neuordnung der 6 Propsteien im Kirchengebiet. Zu diesem Thema schloss sich eine heftige Diskussion an. Am Ende dann aber doch mit dem Beschluss, zukünftig wird es nur noch 5 Kirchengebiete geben. Und manche Dekanate wechseln dadurch die Propstei, zum Beispiel in Rhein-Main oder Rhein-Lahn. Die regionale Zuordnung, die über die Propsteigebiete weitgehend definiert wird, ist eben von höheren Emotionen besetzt, als man damit gerechnet hat. Man sagt ja immer, was die Propsteigebiete, das sind Visitationsbezirke. Die haben eigentlich weniger mit der Zuordnung zu tun wie die Dekanate. Es ist ein gesamtkirchliches Amt. Irgendwie scheint die Identifikation mit den Territorien doch sehr stark emotional besetzt zu sein. Am Samstag ist damit auch die letzte Tagung der 11. Kirchensynode zu Ende gegangen. Wieder eine politische Synode, Jugendpolitik, die Hilfe für Flüchtlinge und eine Resolution gegen den Krieg, gegen den Terror. Ich fand das so großartig, dass diese Synode so resolutionsfreudig war. Die Schwerpunktthemen, die die Synode gesetzt hat, ob das jetzt die Schulen waren, ob das fairer Handel war, ob das Armut war, das waren alles wichtige Themen, die Raum hatten in der Synode. Und wir nehmen Probleme wahr, wir machen sie sichtbar und wir stellen uns an die Seite der Schwachen. Das fand ich ganz, ganz großartig.
Ich war gerne Präses, ich habe gerne eine Synode geleitet, die geprägt war von konstruktivem Streit, von Auseinandersetzungen, aber auch von einer guten Arbeitsatmosphäre, auch in Abweichung von dem, was ihm von der Kirchenleitung vorgeschlagen wurde. Und ich denke, eine die wichtigste Entscheidung, die wir getroffen haben, ist vielleicht doch die neue Lebensordnung. Im nächsten Jahr tritt eine neue Synode an. Sie setzt sich zusammen aus Delegierten aller Regionen der Kirche, aus Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen. Es bleibt also spannend. Ist natürlich auch so ein bisschen von Abschiedsschmerz gekennzeichnet als letzte Synodentagung. Wir haben unsere Running Gags hier, wenn unser Präses aus Worms seine Heimatstadt benennt. Wenn man jetzt in 2 Monaten 79 wird, muss man sagen, es wird Zeit, das Jüngeren zu überlassen. Also ich persönlich muss halt morgens immer joggen, damit ich dieses viele Sitzen hinkriege. Aber das weiß man ja vorher, wenn man sich auf sowas einlässt.